Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 für die Switch. Und wir starten auch direkt und suchen wieder Level aus deutschen Landen. Ich komme zurück aus der Sommerpause. Hoffentlich habt ihr mich vermisst. Es war auf jeden Fall eine lange Sommerpause und ich habe sie mir auch gegönnt. So, ich habe hier mal auf neu gemacht und wir nehmen gleich die neuesten Level hier. Mitnehmen das Ding hier. Two Castles come next. Okay. Gut. Ja, war eine schöne Sommerpause. Hab mir gestern die Direct noch reingezogen. Ziemlich coole Spiele, die bald kommen. Freue mich drauf. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Ich versuche es zu erfüllen. Nein, ich werde nicht Astral Chain spielen. Das ist nicht ganz so mein Ding. Also nicht danach fragen würde. Das ist einfach nicht. Oh, das ist einfach nicht mein Ding. Tut mir leid. Hallo? Hallo, muss ein Ding. Da müssen wir erstmal hochkommen, ne? Okay, versuchen wir erstmal durch die Türen reinzugehen. Okay, ich kann hier rüber. Und hier hoch vielleicht. Holen wir auch hin. Nein, kann ich nicht. Schade. Okay. Kleines Rätsel-Level, so ein bisschen. Oder beziehungsweise Such- und Finde-Level. Hier rein. Komisch hier mal. Ja, da können wir ja nicht längs in die Welle, jetzt hier längs. Ja, aber da können wir auch hoch. Also so müssen wir einfach nur ein bisschen besser springen. Hm. Lauf und Schmack ist. Komm das hin. Wieder reingelaufen? Blöd, warte mal. Dann geht da vorne rein. Geht's da rüber. Einen haben wir. Gehen uns noch zwei. Wir jetzt ja noch nicht rein, wir brauchen ja wahrscheinlich alle Schlüssel. Hm, sehe ich das richtig? Genau. Okay, dann müssen wir gucken, wo die anderen sind. Unten ist auf jeden Fall ein. Man muss schon irgendwo einen Button drücken, damit man da hingehen kommt. Warte mal. Obwohl, ist ja Quatsch, mach ich nicht. Auf der anderen Seite. Da wirklich. Kann man da rüberspringen? Probieren's mal. Klappt sogar. Aber wie kommen wir da rein, ist die Frage, ne? Ich gar nicht. Wollen wir runterspringen? Oh! Da hätte ich drauf landen müssen. Okay. Aber, ja, dann weiß ich schon mal, dass da was ist. Gehen wir da nochmal hin. Nice, machst du denn? Honk. Mein lieber Scholli, das war ja richtig schlecht. So, mal hier. So ungefähr, mich ungefähr so ein bisschen hintasten, wo das ist. So. Ja. Bringt eigentlich gar nichts, ne? Fällt mal drauf. Hier ist noch einer, okay. Okay, jetzt haben wir den zweiten. Den ersten müssen wir auch noch holen, ne? Den ersten, den wir da heute. Den kennen wir ja gleich wieder. Wissen wir, wo der ist. Wie soll ich denn? Na gut. Okay. War nicht schlecht. Das ist schon so ein bisschen lucky, ne? Was man da machen muss. Ich muss den anderen da auch nochmal holen. Man kann ja nicht wirklich runtergucken. Das ist so ein kleiner Brunnen. Ungewisse. Mal so. Uns fehlt trotzdem immer noch einer. Wo kann der denn sein? Ist hier irgendeine neue Tür aufgegangen? Nee, ne? Ist
Hier kann ich auch nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ob ich da rein kann, dieses Rohr. Unten irgendwie im Boden ist. Sieht aber nicht danach aus, ne? Nee, da können wir, glaube ich, nicht hin. Das ist schon ein bisschen... Shit. Das ist scheiße. Hä? Muss ich da jetzt hin? Ach! Klar, die sind ja auch weg. Okay, dann haben wir jetzt einen Schlüssel. Mal zurück. Oh, machen wir kein Risiko. Gehen wir direkt in die Tür. Da rein. Ja, super. Okay. Das ist nicht allzu schwer eigentlich. Nur ein bisschen dumm angestellt. Ganz nettes kleines Level. Gut. Ja, toll. Ich bin Erster und habe es auch echt ganz schnell geschafft, aber es werden natürlich Leute schneller schaffen. Aber so ist es denn. Also, wir enden den Scheiß. Und suchen nächstes. Zack, zack, zack. Hot Coins in a Hot Cave. Ein Rätsellevel. Ja, nochmal ein Rätsellevel. Danach kommt nochmal ein schnelleres, würde ich sagen. Na komm. Zeig mir, was du kannst. Hot Coins in a Hot Cave. Sammle alle Münzen, 100. Und erreiche das Ziel. Okay, versuchen wir mal. Ich wollte gerade den Pilz einsammeln, habe ich gesehen. Das ist kein Pilz, das ich einsammeln wollte. Was, von alle Münzen sammeln? Ja, irgendwie sowas stand da, ne? Okay, dann ja, ganz gut. Warte. Nein! Okay, kann ich noch mitnehmen hier? Kannst drauf gehen. Drin. Okay. Wo geht's denn hin? Okay. Oh nein! Ah, warum springe ich denn auf euch, Depp? Warum springe ich? Da unten ist der Schlüssel. Habt ihr gesehen? Jetzt sammle alle Münzen. 101, okay. Frage, was der schnellste Weg ist. Schnellste Weg ist ja nicht immer der beste. Wir sammeln hier einmal ein. Okay, das können wir noch nicht mehr die Münzen haben. Müssen wir den Button nochmal drücken gleich da? Da. So, warte. Ach, man muss ja schon auf alle achten hier, ne? Sonst sieht man die alle. Oh, gut. Okay, okay. Er wieder. Dann ist auch noch runter gleich. Was können wir jetzt auch machen, ne? Dann können wir da drin den Schlüssel holen. Na gut, ein bisschen langsam hätte ich auch schneller schaffen können. Okay. Oh nein! Oh
Oh nein, ich war so dicht dran. Habt ihr es gesehen? Ich war so dicht dran und bin da runtergefallen. Oh, wie dumm. Na gut, nochmal. Ah. Ich brauche diesen Dings gar nicht, oder? Ah doch, der ist vielleicht nicht so schlecht. Ja, schon wieder. Okay. Na gut, dann brauchen wir den auch nicht. So, hier sind wir auch durch. Komm. Okay. Eigentlich gar nicht so eine riesen Herausforderung. Trotzdem tue ich mir ein bisschen schwer, wie man sieht. So, jetzt warten wir. Ach, ich wusste, dass ich da aufnehme, ne? Sind wir zurück den ganzen Weg da wahrscheinlich, ne? Okay, super. Gut raus. Ja, und rein da. Wie haben wir jetzt, wie viele Münzen? 88, wir brauchen 100. Okay, warte mal. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Komm ich denn durch? Nehmen wir hier so ein. Aber das bringt uns ja gar nichts, ne? Bringt uns auch nichts, wenn wir den jetzt mitnehmen, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Da oben schießt der eh nicht. Jetzt ist offen. Wie kommen wir denn da rein? Achso, warte. Da war noch ein Schalter, ne? Den können wir doch holen. Gehen wir jetzt hier durch. Wo war der Schalter? Da war hinten, ne? Da war der. Und hopp. So, und zurück. Alle 100 Münzen an die Zimmer. Was? Wo sind denn die letzten Münzen? Scheiße, wo sind die denn? da sind noch welche, ne? Wie komme ich da denn hin? Ach so, okay, warte. Muss noch weggehen da? Welche, ja. Okay. Mach ich aber nur den anderen Weg hoch, ne? Da muss ich darüber. Okay. So, das ist ein leichtes sein, ne? Okay. Okay, war gar nicht so schwer, aber tricky. So, wir machen irgendwas Schnelles jetzt. Esther. Oh, 3 Minuten 47. Ui, war wesentlich länger vor. Okay, gucken, was hier noch so gibt. Super Spiel. Silas 888. Und nehmen wir auch, wir von oben runternehmen, ne? Wie viel es schwer ist. Ja, was das heißt.
Der gute Mann ist wahrscheinlich erst 8. Der Rechtschreibung noch nicht ganz so mächtig. Ja, obwohl ich will jetzt noch nicht zu nahe treten. Oh, komm schon. Spaß gehabt am Levelbau. Sieht ja mal wieder witzig aus, muss ich sagen, leider, ne? Lila ist rückwärts geschrieben, auch nicht schlecht. Wohin sollen genau, weiß ich nicht. Okay. Das war jetzt nicht so schwierig. Und es war relativ zügig. Ob ich der Erste bin? Nein, da war doch einer schneller als ich. Na gut. So ist das. Und den können wir doch schlagen, oder? Versuchen wir nochmal. Weltrekord 51 links, müssen wir schnell sein. Versuchen wir es nochmal. Ach komm, machen wir. Hier kann man nicht viel machen, die Zeit läuft leider gegen mich hier. Boah. Zeit! Na. Na gut. Ich glaube, wir werden natürlich jemand anders ganz schnell schlagen können, aber wir haben den Typen ja einfach schon mal geschlagen, das reicht ja schon. Yes! Gut, also, was haben wir noch hier so? Ich höre sehr nicht weiter. Gegen Zeit. Midnight in the Jump Square House. Midnight in the... Wir probieren es mal. Noack. It's midnight. You are in an old haunted house and have to find the exit. Oder an exit. Gibt es vielleicht verschiedene. Schauen wir doch mal. Mitte? Muss mal angucken, warte mal. Wir hüpfen mal einmal ganz hoch, gucken, ob da einer ist. Ne, kommt nur so ein Scheiß raus, na gut. Oh. Okay. Hier den gleichen Weg einmal, auch ein bisschen dumm, ne? Da haben wir da durch, okay. Nein! Achso. Nein! Okay. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir gehen noch einen Weg jetzt. Kurz gucken, wo es hier eigentlich ist. Da hüpft noch jemand. Komm aber nicht hoch. Also wir müssen hier längs, okay. Warte mal. Ein Geheimweg hier oben? Nein, ich wollte zurück. Ah! Okay.
Mal kurz überlegen, wie wir hier... Oh nein, der blöde Penner. Geh mir schon ein bisschen auf den Sack. Oh nein! Oh, da unten war die Tür, habe ich gesehen. Aber da kommen wir nicht rein, weil wir die Schlüssel noch nicht haben. Wisst ihr was? Es tut mir leid, aber das gebe ich einfach auf. Es ist so, oh, das dauert mir zu lange. Das ist so ein Rätsel-Level, das dauert mir zu lange. Ich will irgendwas haben, wo wir ein bisschen schneller sind. Hardcore Hell, kurz und knackig, Lucky Line. Guck mal, ein Level nur für Fortgeschrittene. Okay, das ist ja wie eine Ansage. Werden wir jetzt rausfinden, ob ich fortgeschritten bin oder ob ich ein Anfänger bin. Ein Noob. Ein Noob sozusagen. Okay, man kann es schaffen, glaube ich. Das ist wirklich für Fortgeschrittene. Ja. Da muss man sehr viel überlegen und auch genau wissen, was man tut. Also jeder Schritt kann fatal sein. So, wie man sieht, hat jemand das schon natürlich in 7 Sekunden geschafft. Aber klar, brauchst du nur reinspringen und hochfliegen. Kann man es auch noch schneller schaffen? Ich glaube nicht. Ich bin trotzdem nochmal. Oh, ich war zu langsam. Nein! Okay. Warte mal, machen wir gleich einen Neustart hier. Ganz schnell. Auch zu langsam. 11 Sekunden oben sehe ich, oder? Naja. Egal, wir haben es auch probiert. Ein 10, okay. Na gut. Lustiges Spiel, Level, aber auch nicht so mein Fall. So, ist hier. Bowser's Burg, klassisch gegen die Zeit. Marv 97. Gegen die Zeit ist gut, machen wir mal. King of Koopa, okay. Schauen wir mal. Was es so ergibt. Klassisch gegen die Zeit. Besiege alle Bowser. 1. Erreiche das Ziel. Ah, okay. Nein, ich hätte den Knopf drücken sollen, wetten. Ich habe den Knopf nicht gedrückt, das ist dumm. Oh. Okay, ich hätte den Knopf drücken sollen, das habe ich nicht gemacht, das war natürlich behindert. Nochmal machen. Ah, immer wieder das Ding, ne? Immer wieder das Ding. Mein Gott. Der Fall in die andere Richtung, ist auch geil, ne? Los geht's. Na gut. Hochfliegen, glaube ich. Ja. Oh, hier oben in der Luft, wenn ich was finde. Nein!
Oh shit, dann falle ich genau in dieses Loch runter. Wie dumm war das denn? Also irgendwo wird wahrscheinlich so eine Klappe sich öffnen. Aufpassen, wenn ich wieder von diesem blöden Steinfallgerät da attackiert werden. Kann ich auch hier rein? Oh, hier geht's auch rein. Ah, okay, deswegen, okay. Oh, okay, dann wissen wir genau, wohin dann. Hallo, Spacko. Also müssen wir hier wieder zurück gleich, ne? Merken. Was gibt's? Rein da? Okay. Ah! Ich hätte nicht gedacht. Hätte ich beschwert. Ja, warte. Sowas hasse ich ja, ne? Mal kann rüberlaufen. Das ist doch nicht so schwer. Schlüssel. Wo fehlt uns der Schlüssel hier? Beziehungsweise, wo können wir den holen? Frage, ne? Hä? Können wir noch Schlüssel holen? Oder müssen wir nochmal einen Schlüssel holen bei der hinten? Ah, da oben ist er. Ich gesehen gerade eben. Dumm ich bin. Dumm ich bin. Na gut. So, ja, ich brauch den mit dem Schwanz leider, ne? Okay, wir sollen mal. Aber gutes Level bis jetzt, so, irgendwie gefällt mir. So, hier durch noch. Okay. Okay. Wo ist auch passend, das Ding? Fällt das Ding runter? Kann ich? Tür? Und an den Schlüssel denken. Reserve, ich will dich als Reserve haben, das geht aber nicht. Ne? So. Ich bin gestunt. Ich bin gestunt. Ah, einen getroffen. Jetzt auch.
Nein! Wie mache ich das? Gut. Okay, wir kriegen ja trotzdem noch runter wieder. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, guck mal hier, der Spacko. Ja, du, der Pfeil. Cool, bist du denn? Ein Geheimding. Mein Gott. Nein, ich renne wieder voll. Okay, warte. Muss ich echt besiegen, ne? Oh, Scheiß. So. Perfekt. Okay, okay. Ja, war nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. War nicht gut. Vielen Dank für dieses Amüsement. So. Ja, Leute, ich glaube, das war's erstmal für heute. Auf jeden Fall mit dem Spiel. Ein seichter Start, ich gebe es zu, ganz leicht. Aber ich finde, das reicht auch erstmal für heute. Wir wollen jetzt nicht übertreiben, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und schickt mir gerne eure Level, dann spiele ich die auch immer durch. Versuch's zumindest und da gebe ich mir auch richtig Mühe. Wir sehen uns spätestens morgen wahrscheinlich wieder oder hören uns. Bis dahin, tschüss.